Guten Morgen, Deutschland. Ja, und natürlich auch guten Morgen, Österreich, heute Morgen. Denn heute sind die Wahlen in der Steiermark, liebe Leute. Und das ist eine ganz interessante Wahl. Jetzt denken sich meine ganzen Zuschauer draußen, mein Gott, was erzählst du jetzt über die Steiermark in Österreich? Ja, liebe Leute, da können wir heute was erkennen. Ja? In der Steiermark werden wir heute etwas erkennen dürfen. Nämlich das, was hier in Deutschland, in Thüringen gerade stattfindet, welche Auswirkungen das haben kann, wenn es möglicherweise dann nochmal Wahlen geben könnte in Thüringen. Denn wir erinnern uns, in Österreich bei den Nationalratswahlen hat die FPÖ haushoch gewonnen, liebe Leute. Sie hat unheimliche Zugewinne gehabt. Eigentlich müsste die FPÖ Regierungspartei sein. Eigentlich müsste es in Österreich einen Kanzler Kickel geben. Aber wir erleben das, was wir in Thüringen erleben. Die Wahlverlierer, die ÖVP, also die CDU in Österreich, die SPÖ und die Neos, die Liberalen, tun sich ja zusammen, um eine Koalition der Wahlverlierer zu machen, um die FPÖ zu verhindern. Das ist ja der einzige Grund, warum man diese Koalition macht. Weil da vorne ist ja wer? Genau, der böse Herr Kickel. Und heute sind in diesem wunderschönen Bundesland die Steiermark, die Wahlen. Und den jüngsten Umfragen zufolge wird das heute eine mögliche Abstrafung. Sondergleichen, ob es das wirklich wird in der Steiermark, ob in Österreich heute ein weiteres Wahlbeben stattfindet, das werden wir heute Abend erleben. Und welche Rückschlüsse wir daraus ziehen müssen dann in Richtung Thüringen, wo wir ja gerade eine Brombeer-Koalition haben, eine Minderheitsregierung, die auf die Stimmen der Linken angewiesen ist. Und ja, wie soll ich das anders sagen? Da ist ja auch jemand, der möchte Ministerpräsident werden, der fast 10% Rückstand hat auf den eigentlichen Wahlgewinner, nämlich die AfD um Björn Höcke. Und das ist ja der Dämon in Thüringen. Genauso wie der Herr Kickel in ganz Österreich. Nicht wahr, liebe Leute? Also, das wird heute richtig spannend, heute Abend in Österreich. Da freue ich mich schon auf mein Live heute Abend um 19 Uhr. Ja, was haben wir noch, liebe Leute? Ach, die Annalena. Die Annalena hat ein Interview gegeben vor der versammelten deutschen Presse auf dem Weltklimagipfel. Und irgendwie war sonst niemand anders da. Ja, um was ging's? Ja, das Klima retten. Ist ja logisch, Leute. Ja, Deutschland muss ja das Klima retten. Die Welt muss das Klima retten. Und deswegen, haltet euch fest, sollen jetzt 300 Milliarden im Jahr bezahlt werden, damit die ärmsten Länder dieser Welt auch ja denselben wahnsinnig tollen, guten, wunderbaren industriellen Umbau vor sich nehmen können oder aufbauen können, den wir ja gerade hier in Deutschland genießen können, liebe Leute, wo mittlerweile Chefs von großen Energieunternehmen hergehen und uns jetzt schon sagen, es könnte im Januar ein bisschen knapp werden mit der Energieversorgung. Ich weiß nicht, ob ihr die Warnzeichen mitbekommen habt, aber in den letzten Tagen kamen vermehrt Stimmen aus der Industrie, dass uns möglicherweise ja doch ab Januar etwas aufsuchen könnte, was uns ja unsere Politik seit 2 Jahren immer wieder sagt, dass das nicht passieren wird. Nämlich eine Mangellage im Bereich Gas, im Bereich Strom. Nun ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ihr wisst, ich bin kein Freund von großen Panikattacken, aber nun ja, vielleicht braucht Deutschland wirklich mal so richtig einen zwischen die Augen, damit sie dann hier mal wach werden und merken, wie wunderbar die Politik ist. Hat man gestern zum Beispiel gesehen, die Bauerndemo, die große in Berlin, die lange nicht mehr so groß war, wie es Anfang des Jahres war. Ich habe mir die Bilder angeschaut und eine tolle Veranstaltung. Richtig gute Reden. Die Antifa war natürlich auch da. Ja. Muss man sich auch mal vorstellen. Ja. Die Antifa ist gegen den Mittelstand, gegen die Bauern. Ist kein Wunder. Die haben ja auch keinen Bock zu arbeiten. Ne? Ist ja logisch, Leute. Ja. Also Leute, es wundert einen gar nicht mehr, was hier in diesem wunderbaren Deutschland mit Bürgergeld und allem anderen alles so läuft. Da wird sich wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht viel ändern, liebe Leute. Aber es ist schon traurig, dass eine große Bauerndemo ist und dann doch eigentlich die Masse gefehlt hat. Und wir kommen wieder zu dem Punkt,
wo viele Menschen da draußen sagen, nun ja, vielleicht geht es uns tatsächlich doch noch zu gut hier in Deutschland, nicht wahr, liebe Leute? Aber hey, den Franzosen, denen geht's gut, ja. Den Franzosen geht es so super, die haben schließlich ihren kleinen Napoleon, den Macron. Und was hat der gestern gemacht? Na, das, was er letzte Woche schon angekündigt hat, hat er letzte Woche schon vollmundig angekündigt, ja. Also hier, Frankreich, ja, wir werden das jetzt nochmal mit Russland machen hier. Das geht nicht, dass die in der Ukraine gewinnen. Genau, und deswegen ist der kleine Macron auch noch hergegangen und hat jetzt seine Scalp, Marschflugkörper, genauso wie die Briten ihre Storm Shadow, freigegeben, damit man auch schön Russland beschießen kann. Na, da wird sich der gute Wladimir doch bestimmt so richtig freuen, liebe Leute. Ja? Also wir merken, die Angelsachsen, die drehen gerade vollkommen durch. Es ist irgendwie historisch. Ne? Ich meine, die Engländer und die Franzosen hatten ja schon immer ein Problem mit den Russen. Ne? Und dass der Biden, der Joseph, ja, unser demenzkranker amerikanischer Präsident, der ja schon gar nicht mehr weiß, wo er ist, ja, finde ich übrigens witzig. Ja? Ich meine, der Mann ist abgewählt und hat jetzt noch 2 Monate Zeit, die Welt ins Unglück zu stürzen. Ne? Das muss man auch machen können. Ne? Super. Auf jeden Fall die Engländer und die Amerikaner und die Franzosen, die machen jetzt richtig die Musik. Die wollen nochmal auf den letzten Metern richtig Spaß bringen in die Welt. Und der Rest der Welt fragt sich eigentlich nur noch, habt ihr eigentlich alle ein Rad ab? Ja, seht ihr nicht, was da unten passiert in der Ukraine? Seht ihr nicht, dass ihr am Rückwärtsgang seid? Es ist schon vollkommen irre. Macht, Geld, Kontrolle, Rohstoffe. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, es sollte wirklich mal richtig rumsen. Vielleicht werden dann mal einige Menschen hier auf der Welt wach und bemerken, was sie für einen Mist bauen hier momentan. Es ist wirklich unglaublich, liebe Leute. Wie hieß es doch immer so schön, wir wollen unsere Welt schöner machen. Wir wollen unsere Welt besser machen, damit unsere Kinder in einer schönen Welt leben dürfen. Aber schaut euch einfach mal um, diese wunderbare Welt. Es ist einfach nur toll. Ja, Friedrich Merz ist auch wieder super dabei. Ne? Der ist auch jetzt auf den Beleidigungspunkt aufgesprungen, genauso wie die Grünen und die FDP und die SPD. Friedrich Merz lässt jetzt auch schon Hausdurchsuchungen machen, weil man den jungen Mann ein bisschen auf die Füße getreten hat. Ich glaube, es war eine ältere Dame im Rollstuhl, wo man ein halbes Jahr später eine Hausdurchsuchung gemacht hat, weil sie den Herrn Merz wie benannt hat? Irgendwas, dieses böse N-Wort war das, glaube ich. Genau, ja. Yeah. Finde ich spannend. Ne? Wie gesagt, Alice Weidel darf man ja auch wie nennen? Ach ja, richtig, auch mit dem bösen N-Wort. Ne? Das ist Deutschland. Doppelmoral, Heuchelei. Und sie verdienen sich momentan alle eine goldene Nase daran, aufgrund ihrer Dünnhäutigkeit. Aber eigentlich muss man doch mal eines sagen, wenn man sich diese ganze politische Kaspertruppe hier oben in Berlin anschaut. Diese ganze Truppe, die immer posaunt, sie wären Demokraten, aber sich so gar nicht demokratisch verhalten. Wenn man sich diese Leute anschaut, die andere Menschen beleidigen, denunzieren, diskriminieren, aber sie selbst sind es eigentlich, die, ja, wenn man es ihnen dann zurück entgegenwirft, wie heißt es so schön, was man in den Wald reinruft, da schallt es auch mal raus. Ja, da fangen sie das Flammen an, da fangen sie das Weinen an. Da sind sie dünnhäutig, das mögen sie gar nicht. Denn wie kann es denn sein, wenn das Volk eine andere Meinung hat, wie die hohen Herrschaften, liebe Leute? Vielleicht kommt Deutschland ja doch jetzt mal über die besinnliche Weihnachtszeit da drauf, dass es Zeit ist, dass wir auch mal unsere Stimme erheben, uns nicht mehr einschüchtern lassen, uns nicht mehr verarschen lassen von diesen Politikern, die im Grunde genommen vor den Wahlen immer wieder eines machen, euch das Blaue vom Himmel erzählen, um dann nach den Wahlen zum Beispiel, wie im Fall Thüringen, mit einer christlich-demokratischen Union zusammenzugehen mit Kommunisten und Linken und Marxisten und Leninisten. Und jeder fragt sich eigentlich, wo ist die CDU eigentlich hin? Aber hey, Deutschland will sie. 33%, letzte Umfrage. Und ja, dann sollen wir das auch so bekommen, würde ich mal sagen, oder? Ich meine, wenn wir es wirklich so dringend brauchen, nach 16 Jahren CDU, Merkel und der Abwirtschaftung dieses Landes, des totalen Verlustes der Sicherheit, des Kontrollverlustes in diesem Land. Wenn die Leute dann mit 33% der CDU hinterherlaufen und sagen, ja, die werden das jetzt regeln.
Dann muss es wohl so sein. Ich wünsche euch da draußen einen schönen Sonntag. Und heute Abend schauen wir uns zusammen das Wahlbeben möglicherweise in der kleinen Steiermark an, in Österreich. Denn das hat tatsächlich wirklich eine Aussagekraft, möglicherweise für das kleine Thüringen in Deutschland.